Hallo und herzlich willkommen bei Crystal's Delicious. Heute nehme ich euch wieder mit bei einem richtig leckeren Mittagessen. Es wurden sich ja nämlich schnelle Mittagessen-Rezepte gewünscht, die ungefähr so eine 30 Minuten dauern. Und heute zeige ich euch quasi einen super leckeren Gnocchi-Auflauf, den ihr sehr gut vorbereiten könnt, der dann für 30 Minuten in den Backofen wandert und das Essen ist fertig. Ich würde sagen, ich zeige euch schon mal die wenigen Zutaten. Für unseren leckeren Gnocchi-Auflauf benötigen wir natürlich einmal Gnocchis. Das sind bei mir jetzt ungefähr 1 Kilogramm aus dem Kühlregal. Dann benötigen wir Pfeffer, ungefähr 1 Teelöffel Salz, etwas frisch geriebenen Muskatnuss. Dann benötigen wir 3 große Paprikas. Die habe ich jetzt schon mal hier so, nicht ganz fein, aber so mittelgroß ungefähr gewürfelt. Dann benötigen wir 2 Zwiebeln, die auch schon mal fein gewürfelt. Hier habe ich, ich muss mal gerade schauen, ja, 200 Gramm Schmelzkäse. Dann benötigen wir noch 250 Gramm Sahne. Da benutze ich immer die zum Kochen, die ist etwas fettreduzierter. 250 Gramm Milch und außerdem in etwa 100 Gramm Parmesan. Bevor wir jetzt starten, legt ihr euch am besten schon mal eure Auflaufform zurecht. Ich benutze da von Pampered Chef natürlich hier diese große Auflaufform, die große Ofenhexe. Und die pinsel ich jetzt einfach mit hitzebeständigem Öl einfach dünn ein. Da sich ja ein schnelles Rezept gewünscht wurde, habe ich mich für Gnocchi aus dem Kühlregal entschieden. Das hier sind welche, die zum Kochen und zum Braten geeignet sind. Die verteilen wir jetzt schon mal in der Form. Und wer das natürlich lieber mit selbstgemachten Gnocchis zubereiten will, da schmeckt es natürlich noch besser, wenn man es selbst macht. Aber es wäre dann auf jeden Fall kein schnelles Mittagsgericht mehr, weil einfach die Gnocchis schon, die sind zwar einfach in der Herstellung, aber benötigen halt schon etwas mehr Zeit. Wer sich da ein Rezept wünscht von mir, kann das gerne in die Kommentare schreiben. Dann filme ich das gerne für euch. Also einfach jetzt erstmal die Gnocchis in der Auflaufform verteilen. Um die leckere Käsesahnecreme quasi eigentlich zuzubereiten, dafür brauchen wir den Herd. Da nehmt ihr euch jetzt einfach eine große Pfanne. Ich benutze jetzt einfach hier die von Pampered Chef, die Wokpfanne. Wenn ihr die nicht habt, könnt ihr einfach eine große Pfanne nehmen. Also die kleine von Pampered Chef mit 25 cm Durchmesser, die hier ist etwas zu klein. Also da passt zwar alles rein, aber dann ist man wirklich bis zum Rand hoch und den Stress muss man sicher nicht machen. Nehmt einfach eine größere Pfanne, dann habt ihr auch ein bisschen mehr Platz zum Anbraten und zum Arbeiten. Als erstes erhitzen wir natürlich die Pfanne mit etwas Öl, ganz, ganz wichtig, nie leer vorheizen. Und ich benutze da einfach immer hier von Alnatura das Bratöl. Das verwende ich nicht nur zum Braten, sondern auch für die komplette Stoneware, denn das ist nämlich hitzebeständig und lässt eure Steine nicht verkleben. Ich werde öfters nämlich gefragt, welches Öl ich benutze, beziehungsweise welches Öl ich für die Stoneware benutze. Und das ist eigentlich wirklich immer das. Und das ist keine Produktplatzierung oder irgendwas. Ich bekomme kein Geld dafür, dass ich euch das sage. Aber es ist das Öl, mit was ich echt die beste Erfahrung gemacht habe. Und jetzt erhitzen wir das Öl und braten die Paprika für 1 bis 2 Minuten schön auf hoher Hitze kurz an. Jetzt stellen wir den Herd erstmal noch mal ein bisschen runter. Von Stufe 1 bis 10 hatte ich jetzt Stufe 8 und jetzt gehe ich auf Stufe 7 oder 6 runter, also erstmal auf 7. Und dann geben wir die Zwiebelwürfel hinzu und dünsten die auch noch mal für 1-2 Minuten mit an. Und jetzt kommt auch schon fast der letzte Schritt. Jetzt löschen wir das Ganze mit der Sahne vorsichtig ab und geben dann alle restlichen Zutaten hinzu, würzen das Ganze, lassen das Ganze nur, also nicht mehr richtig aufkochen. Jetzt gehe ich auch von der Hitze runter auf Stufe 5. Guck einfach nur, dass der Schmelzkäse sich schön verteilt und dann gießen wir die einfach über die Gnocchis. Und kurz bevor jetzt die Sahnesoße fertig ist und wir die drüber gießen,
reibe ich jetzt doch nochmal schnell 50 Gramm, ungefähr 50 Gramm Parmesan in die Soße auch rein. Und die andere Hälfte gebe ich dann später über die Gnocchis. Und wer an der Stelle natürlich ein absoluter Käseliebhaber ist, kann da natürlich noch mehr Käse reinhauen. Aber ich finde, alles in allem schmeckt das schon super cremig und ist auch insgesamt ein sehr sättigendes Essen. Deswegen ist das jetzt für, also wir lieben es nur mit Parmesan, aber wer natürlich jetzt noch einen anderen Käse mag oder ein bisschen, ja, anderen, also Gouda zum Beispiel, könnte ich jetzt auch empfehlen, aber ich glaube, also für uns wäre es ein bisschen zu mächtig. Entscheidet einfach selbst, welche Käsesorte ihr mögt. Ich finde, mit Parmesan schmeckt es, wie gesagt, ein bisschen leichter. Also Käse reinreiben und dann über die Gnocchis gießen. Und jetzt wandern die Gnocchis auch schon in den Backofen. Den habe ich schon mal vorgeheizt auf 200 Grad Umluft. Ihr könnt natürlich aber auch Ober-Unterhitze benutzen. Und dann für etwa so 20 bis 25 Minuten schaut einfach, wie euer Backofen ist und wie kross genug euch die Gnocchis sind. Und damit euch hier am Rand nicht so viel festklebt, einfach mit einem Spüllappen den Rand schon mal reinigen und dann in den Backofen geben. Das war's auch schon wieder von mir. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Das Rezept in voller Länge gibt es natürlich wie immer auf meinem Blog. Den verlinke ich euch unten in der Infobox, genauso wie meinen Shop, wenn euch irgendwas interessiert hat. Und das Rezept lässt sich, wie gesagt, super vorbereiten. Ihr könnt es alles in allem schon am Vorabend quasi die Soße und sowas vorbereiten. Über die Gnocchis gießen, einfach mit dem großen Stretchfit oder sowas abdecken. Und im Kühlschrank lagern und dann einfach am nächsten Tag in den Backofen schieben. Also ein super schnelles und vor allen Dingen super leckeres Mittagessen. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche und ich würde sagen, bis bald. Tschüssi!